Ja. Boah. Alter Schwede. Was war das denn bitte für eine Fahrt? Von Müll bis auf riesigen Felsenstücken gefahren und alles voller Löcher. Also das Auto ging so die ganze Zeit. Ich bin hinten auf den letzten Plätzen gehüpft wie ein Känguru. Also ich weiß nicht, was jetzt heftiger war. Nepal oder das hier jetzt. Als uns auf der Nepal-Reise ein LKW in den Bus gekracht ist, verlinke ich euch hier. Muss ich erstmal in meinem Kopf sortieren, was heftiger war. Aber das, also, ich habe alles erwartet in Laos, aber das war schon heftig. Ja, und ein Mädel hat sich dann auch übergeben, wir mussten anhalten. Also, ja, das volle Programm, Action. Aber heute recht pünktlich angekommen. Wahrscheinlich auch, weil er so gerast ist wie ein Bekloppter. Also, der nimmt auch jedes Loch richtig hart mit. Was man sagen kann, ist ja, die Autos sind sehr robust. Auch wenn es sich anhört wie ein Klappergestell. Das fällt nicht auseinander. Ein europäischer Wagen wäre schon längst Schrott, denn wie eine Glasscheibe jetzt zersplittert hier auf der Straße. Weil das einfach so krass ist. Puh. So, jetzt will ich laufen. Oder ich esse erstmal noch was. Ich weiß es nicht. Ich schaue mich hier um. Was geht denn hier ab, Alter? Das ist ja schlimmer als in Nepal, Alter. Boah, das hier war eine staubige Angelegenheit, du. Puh. Atmest du ja nonstop ein, die Scheiße hier. Ist alles dreckig. Ich weiß nicht, ob man es in den Videos gesehen hat, wie dreckig einige, ja, selbst Pflanzen, alles grau. Und hier liegen wieder Spielkarten. Spielkarten liegen hier überall. Hier richtig geräuchert. Jo. Ja. Boah. Alter Schwede. So gegrillt in Laos. We'll be right back.
So. Ja, das ist mein Raum für 4 Nächte. Ist jetzt nicht gerade der Oberhammer. Aber kostet mich auch nur 30 Euro insgesamt. Ist es in Ordnung? 4 Nächte hier ein bisschen rumzuhängen und so, geht schon klar. Werde ich schon machen. Ja. Lecker, ich habe hier 5 Seifenstücke und irgendwie auch schon so benutzte liegen hier rum. Ja, das ist irgendwie. Ja. Das werde ich wohl kaum benutzen. Ugh. So, ich bin erstmal abgehauen aus dem Raum. Kein Bock da gerade irgendwie. Ich hab Bock was zu essen. Und das mache ich jetzt auch. Und danach gehe ich nochmal zum Supermarkt und dann vielleicht zurück. Für heute ist auch gut. Bin auch ein bisschen fertig von der Fahrt. Ne? Das war ja richtig hier. Rollercoaster. Up and down hier. Lowrider. Jo. Ich hab sogar noch Obst bekommen, sonst dachte ich. Ist ja geil. Das und das und das. Für das. Oh, Heißluftballon. Ist ja geil. Walking Street, V-Town. Tja, die checken wir doch mal ab. Aber ich weiß nicht, ob heute. Oh, ist das dreckig hier auf der Straße. Richtig staubig, Leute. Schaut mal. Boah, das ist überall. Hier, alles, es fliegt alles in die Restaurants rein. Ich habe mich extra weiter reingesetzt. Weil der ganze Staub, man sieht das auch vorne, alles voller. Ja, alles grau und staubig und boah, das ist echt komisch, ey. Das hatten wir schon mit Katja in Nepal, also in Kathmandu. Da gab es richtig extrem, also teilweise extrem Staub, also du konntest gar nichts sehen. Ja, hier war das vorhin ähnlich. Boah, also ich muss nochmal in Ruhe überdenken, was war jetzt katastrophaler, das Abenteuer mit dem Bus in Kathmandu, die Fahrt in den Bergen oder die Fahrt heute mit dem Staub heute hier. Das muss ich mal den Kopf gehen lassen, aber ich glaube, Kathmandu war doch ein Tick extremer. Weiß ich nicht genau. Leute, schaut euch das Video an, ich habe es verlinkt. Und ja, teilt es mir mit, wenn ihr selber Erfahrungen habt und was ihr von den Videos her schlimmer findet. Das sieht ja dann immer ein bisschen anders aus. Hier gibt's was. Können wir den Preis wissen. Ja, also es kostet 90.000 Kip mit dem Heißluftballon hoch. Geht vielleicht ungefähr 2 Stunden, 1 Stunde, 2 Stunden so um den Dreh. Einmal morgens, einmal abends. Das kann ich mir jetzt überlegen, ob ich das machen will. Ist verlockend. Ich bin noch nie mit einem Heißluftballon geflogen. Das wäre eigentlich schon eine interessante Sache. Vielleicht investiere ich das Geld da rein. Werdet ihr sehen in den kommenden Videos. So, wieder da. Und ja, noch ein paar Sachen erledigen und dann ab ins Bett. Mehr passiert heute nicht. Ja, wir sehen uns im morgigen Video, im nächsten Video. Und ich sage Daumen hoch, wenn euch dieses Chaos hier doch irgendwie gefallen hat, so wie mir. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch nicht habt, denn ihr werdet mehr sehen von Wang Yang. Versprochen. Bis dann.